Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Basteltown. Im letzten Video habe ich euch schon gezeigt, wie man einen Fräslift integriert in die Bosch POV. Heute bauen wir den Tisch soweit fertig und bauen dazu noch einen Fräslift für jede Oberfräse, würde ich jetzt mal sagen. Und eins sage ich euch, der Fräslift wird wahrscheinlich genauso einfach und simpel wie der andere. Wir brauchen da was von einem Bessi Hebespanner, die kennt ihr ja. Ich verlinke euch mal welche auf Amazon, weil da gibt es welche. Die sind 4 Stück für 25 Euro, glaube ich. Wir brauchen nur dieses Teil davon. Und was es mit dem auf sich hat, sehen wir nachher im Video. Der Frästisch, der Tisch an sich hat 50 Breite, 40 Tiefe. Ich habe jetzt 8,5 und 7 zusammengeschraubt mit 3 Schrauben zu einem Eckverbinder. Hier eine Bodenplatte aus 15 mm, das hier hat auch 15 mm, die Platte hat 18 mm, also die Trägerplatte von der Fräse. Jetzt nehmen wir die 4 Füße, also ich habe 4 Stück davon gemacht. Die stellen wir jetzt auf die Ecken von der Grundplatte, tun die dann natürlich von unten verschrauben, jeweils mit 4 Schrauben, setzen dann die Platte drauf und messen mal, was wir unten noch machen müssen. Zusammengebaut haben wir ihn jetzt. Was noch kam, die Frage, Fräser wechseln, kompliziert, geht nicht von oben. Leute, die Bosch POV ist nicht dafür gebaut oder konstruiert worden. Die fährt gar nicht mal so weit raus. Aber so kompliziert ist es auch nicht. Arretierknopf drücken. Zack, Fräser ist draußen. Und genauso schnell geht er ja auch wieder rein. Kommen wir zum Lift. Der wird ganz einfach. Und zwar haben wir hier die alte Stelle, wo ich den, ich verlinke euch das Video oben, wo ich die Gewindestange durchgemacht habe. Das nehmen wir als Druckpunkt. Ich möchte ungern in der, wo die Lüftungsschlitze sind, Druck ausüben, weil das wird nachgeben. Das geht schon ein bisschen rein, wenn ich nur mit dem Finger drauf drücke. Ein bisschen stärker. Deswegen gehen wir hier auf die stärkste Stelle, wie bei der Gewindestange. Und da bauen wir uns jetzt eine easy Konstruktion drunter. Als erstes 18 mm Multiplex in 5 cm Streifen schneiden wir. Da nehmen wir gleich, ich schneide jetzt mal 3 Stück, schneiden uns dann 5 cm mal 12 cm hoch. Erstmal und dann schauen wir mal weiter. Die 2 Stücke mit dem 18er Material bohren wir jetzt ein 7 mm Loch durch für die Gewindestange. Und zwar grob 1,5 cm von oben runter, circa mittig. Der Hebemechanismus, ich werde den jetzt aufdoppeln. Ich mache noch eine 15 mm starke Platte drunter, ist dann auch 5 cm breit, weil ich, wenn das nachher biegt es durch und irgendwann kommst du nicht mehr ganz hoch, weil es nicht mehr reicht von der Länge her. Den leimen wir jetzt zusammen und bohren hier oben noch ein Loch quer, wo dann die Gewindestange durchkommt. Den Dinger hier habe ich mir übrigens die Woche gekauft. Den finde ich cool mit einem Schnellverschluss von Wolfkraft. Ich verlinke euch den mal. Klar, es ist ein winziges Ding, aber für mich reicht er momentan. Ich dachte, er wäre größer, aber anscheinend war es nicht. Egal. Auf jeden Fall bohren wir jetzt hier rein und zwar eher in die Geh mal weg da. Eher in die Seite, naja, ja auch so circa 1,5 cm und dann einfach mal durch. Jetzt nehmen wir einfach selbstsichernde Mutter, schrauben die mal auf einer Seite drauf, gehen durch einen Standfuß und irgendwie
Hätte ich wohl 8,5 bohren sollen, ich Vollidiot, ey. Himmel. Nochmal von vorn. Jetzt nehmen wir Fußteil, Gewindestange rein, Hebel. Ich bin jetzt, wie ihr seht, mehr unten. Das heißt, das dickere Teil ist oben. Das muss stabiler sein, weil die Hebelwirkung, wenn wir nachher von unten auf die Fräse drücken, drückt es hier ja nach unten. Deswegen gehen wir hier mit dem dickeren Teil nach oben, dass ich hier mehr Material habe. So, jetzt habe ich es gerafft. So, Unterlegscheibe habe ich vergessen. Kommt auch noch eine drauf. Jetzt nehmen wir die Konstruktion, setzen die unter den Hebelpunkt, wo wir nachher abstützen. Den Hebel hier hinten bündig dran. Ja. Wir brauchen ungefähr hier die Gewindestange. Heißt, wir kürzen das bis hierhin. Hat dann eine Länge von grob 32. Wir markieren jetzt hier die Fläche, wo der reinkommt. Bohren hier schnell ein Loch durch. Von der anderen Seite schnell mit dem 25er Pfostenbohrer vertiefen, sodass wir eine Mutter drin versenkt haben. Ich meine natürlich nicht eine Mutter, sondern den Kopf, weil der wäre ja sonst zu hoch. Dann hätte man den ganzen Tisch höher bauen müssen. Der ist jetzt so hoch. Jetzt mache ich das so rum. Dann guckt der Kopf hier ein Stück raus und kann sich noch neigen. Heißt, der passt sich der Maschine an durch den Hebel, weil der ändert sich ja. Also ändert sich auch der Winkel und der geht mit. Und jetzt habe ich mir lang überlegt, wie ich das mache, weil der Winkel ändert sich ja hier auch. Aber ich glaube, ich habe da was. Natürlich habe ich es nicht. Ich habe es nur im Kleinen. Und zwar geht es darum, diese Bolzen, die quer ein Loch drin haben, heißt, die Auflagefläche ist ja hier, minimal rechts und links. Das würde mir wahrscheinlich irgendwann vielleicht das Holz beim Drehen irgendwie wegscharren. Und deswegen war ich kurz im Obi, habe mir so einen Halter für Gewindeschneider geholt. Einen M8 Gewindeschneider und eine 12 mm Stange. Vollmaterial natürlich. Schneid mal ein Stück raus, bohren ein Loch durch in 6, was sagen sie? Sollen wir durchbohren? 6,5 mm. Habe ich jetzt da sogar. Und schneiden ein Gewinde rein. Aber bevor wir das Gewinde reinschneiden, machen wir noch was anderes. Noch ein bisschen ansenken und ich bin mir sicher, dass dieses Bohrfutter bald rausfliegt und dann hole ich mir einen Röhm. Das eiert mir ein bisschen zu arg, wenn es um Metall geht. Bei Holz ist es egal, aber Metall mag ich das gar nicht. Und jetzt bohren wir hier rein. Jetzt zeichnen wir die Mitte an vom Loch. Jetzt haben wir die Mitte und da auch mit 6,5 durch. Nehmen jetzt unser Stück hier, machen das rein, gehen dann mit dem Bohrer rein und versuchen das mal zu kippen. Keine Angst, das war ein Metallbohrer. Jetzt nehmen wir den 8,5 Bohrer,
bohren rein und kippen dann nochmal nach. Und so haben wir jetzt hier auch ein Drehgelenk, wo mitgeht. So, jetzt noch das Gewinde schneiden. Mal gucken, was der Billig-Gewindeschneider taugt. Ja, also gut, so billig war er jetzt dann doch nicht. Das zusammen hat 20 Euro gekostet. Der Halter und der Gewindeschneider. Und es funktioniert. Also beim Gewindeschneiden einmal vor, zurück, dann hört ihr es, spürt ihr das Brechen oder hört das sogar. Und dann wieder vor. Ja, das funktioniert. Einwandfrei. So. Jetzt haben wir das ausgerichtet, nehmen wir eine Schraubzwinge, tun hier oben einmal verspannen, weil, ihr versteht jetzt den Sinn nicht wahrscheinlich, warum ich das zusammenzwinge, aber ich spanne den jetzt fest und zwar durch Spreizung und wenn ich jetzt spreizen würde, reiße ich mir hier oben nämlich die Schrauben raus. Jetzt kann ich die ganze Geschichte nämlich kippen und von unten verschrauben. Nehmen wir den Linealanschlag. Nicht stark drücken, nur ganz leicht. Hier haben wir 11,8. Da bohren wir jetzt nicht rein, aber da machen wir einen Trick. Und zwar kommt da ein Loch rein mit einem 25er Pfostnerbohrer. Das heißt, ich spanne jetzt eine Holzplatte von unten dagegen und dann reißt uns das Loch nach unten nicht aus. Dann nehmen wir noch ein 5x5 circa, das ist jetzt 5x6 glaube ich, 18 mm, bohren hier mittig ein 8,5er Loch, also circa mittig. Bohren noch 4 Löcher vor, machen außen Holzleim dran, nehmen dann die Gewindestange mit der Unterlegscheibe, legen die hier rein. Dann schauen wir, dass das hier unten reinpasst und schrauben die dann fest. Aber nicht damit. Jetzt nehmen wir Zange. Hier oben ist das Gewinde ja egal. Kann ich mit der Zange nehmen. Selbstsichernde Mutter, Sekundenkleber unten rein. Und dann drehen wir die hier rein und warten halt ab. Aber wir können die schon jetzt hier reinsetzen, den Bolzen hier unten reinschieben. Ja, so einfach baut ihr euch jetzt euren Höhenversteller. Platz zum Fräser wechseln ist ja auch da, habt ihr gesehen. Und die Elektrik, wir haben ja hier einen Doppelgriffschalter, heißt ihr müsst zwei Griffe drücken. Den machen wir jetzt auf Vollgas, heißt wir drücken diesen seitlichen Knopf, dann den Schalter ein und machen dann einfach mal einen Kabelbinder drumherum.
Und jetzt sagt der ein oder andere natürlich, jetzt habe ich ja Dauerstrom drauf. Hast du nicht. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung. Ist ein Sicherheitsschalter. Hier machst du dein Verlängerungskabel rein, steckst es in die Steckdose. Hier steckst du deine Maschine ein. Und hier schaltest du ein und aus. Und da baue ich jetzt auch noch einen kleinen Halter schnell. Und dann passt das. Als erstes nehme man 15 mm, doppelt es einfach auf, bisschen Schrauben rein. Hier ist eine ganz kleine Nut drin, wie ihr seht. Und warum? Weil hier eine Kerbe ist. Hier ist ein Nippen-Noppel irgendwie, den habe ich weggemacht. Jetzt kann ich das hier dran setzen. Und den Schalter schon mal so festschrauben, dass ich hier hinten noch Schrauben reinkriegen kann. Und hier, dass das von unten festgeschraubt wird. Jetzt gehen wir hier hinten dran. Und zwar brauche ich hier jetzt ein Holz mit 80, ist dann ungefähr einen Millimeter kürzer. Das schneiden wir auch kurz. Das kommt jetzt hier dran. Dieses kleine Hölzchen kommt hier oben drauf. Dann liegen wir hier nämlich auf dem Schalter. Das können wir jetzt eigentlich so festschrauben. Einmal durch. Schraube rein. Dann hier noch. 4 Stück. Jetzt nehmen wir ganz einfach den Stecker der Maschine, stecken den da unten rein. Dann nehmen wir Standardverlängerungskabel mit so einem Stecker. Der kommt da rein. Das andere Ende in eine stromversorgte Steckdose würde Sinn machen. Und schon habt ihr einen funktionierenden Frästisch. Ja, das Ding macht, was es soll. Allerdings wollte ich wollte ihn ja jetzt eigentlich verlosen, aber ihr habt die Maschine offen gehabt. Ich habe dran rumgedoktert. Ich mag den jetzt so nicht mehr verlosen. Ich weiß, eigentlich hält man sein Wort. Eigentlich werde ich auch mein Wort halten. Es gibt einen Mann, sage ich mal so nebenbei, ohne denjenigen würde es diesen Kanal nicht so geben. Und dem verdanke ich sehr viel. Ich glaube, den schenke ich ihm. Ja. Dem schenke ich ihn. Und ich denke, das ist, da stimmt ihr alle dafür, gehe ich jetzt mal davon aus, weil wenn der nicht wäre, wäre das hier nicht. Definitiv. Kann ich euch schwarz auf weiß geben. Na gut. Dieses Mal ging es sogar ohne Schweißen. Und ich hoffe, ich habe euch irgendwie was beibringen können. Wenn ihr Freude an dem Video hattet, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Oder auch ein Abo. Ich sag danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.